Hallöchen und herzlich willkommen zurück beim Let's Play Soul Crystal hier auf meinem kleinen Retro-Kanal. Und wir befinden uns wieder im Höhlentunnelsystem der Buta-Zwerge, tief unter dem Schloss vom bösen Zargon. Und ja, hier schaue ich mich jetzt erstmal genauer um. Gibt es hier irgendwas zu betrachten? Nope. Okay. Ja, wohin gingen denn die Ausgänge? Nach Norden, Süden, Westen und hinauf. Na gut, dann beginne ich mal hier meine Suche in dem Tunnelsystem im Norden. Du stehst in einer Art Wohnhöhle, die allem Anschein nach in höchster Eile verlassen worden ist. Hier gibt es kaum noch ein Möbelstück, wenn man mal von dem kleinen Steinbett absieht, über das so etwas wie ein Mammutfell auf ein paar Lagen schmutzigen Strohs ausgebreitet ist. Auch liegen hier noch ein paar kleinere Habseligkeiten der vormaligen Höhlenbewohner auf dem Boden herum, die sie wohl während ihres überstürzten Aufbruchs vergessen oder verloren haben müssen. Der Wanddurchbruch im Süden führt dich wieder auf die kleine T-Kreuzung zurück. Na gut, dann schauen wir uns mal die Wohnhöhle etwas genauer an. Oh, ein Lageplan? Das klingt gut. Die alte Karte zeigt den Raumplan des ersten Untergeschosses der Burg. Obwohl du die Schriftzeichen, die die verschiedenen Örtlichkeiten betiteln, nicht entziffern kannst, kannst du doch zumindest noch das kleine C Copyright 1989, 90, 91, 92 bei Avantgardistic Arts und Starbites am rechten Rand des brüchigen Pergaments lesen. Ja, Mensch, das ist doch wieder eine nette Nachricht der ACA-Götter. Ja, dann nehmen wir den mal mit, den Lageplan. Wer weiß, wofür das noch gut ist. So, was gab's denn da noch? Parfüm? Tatsächlich Parfüm. Auf dem Etikett des Parfümfakons steht in geschwungenen Buchstaben Honk Schwartenfranz de Paris. For winners. Muss ja ein grelles Zeug sein. Neugierig öffnest du das Fläschchen und schnupperst. Uah, das stinkt ja wirklich fürchterlich. Vielleicht würde die Mutter des kleinen Ohrkindes es ja mögen. Aber ich muss kurz... Boah, 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 so schlimm, mein Gott. Dann nehme ich das Zeug mal mit. Boah, stinkendes Parfüm. Okay. Ja, mehr gab's hier ja nicht. Dann wieder raus hier. Und dann schauen wir mal im Westen weiter. Als du die finstere Höhle betrittst, fällt dir sofort der stechende Raubtiergestank in der Luft auf, der dir beinahe den Atem raubt und in deiner Nase beißt. Es riecht nach Gefahr. Es knurrt auch wie Gefahr. Scheiße, das ist Gefahr. Verschlafen öffnen sich zwei Augen vor dir, die dich zornig anfunkeln. Und als deine Augen sich an das Dunkel gewöhnt haben, erkennst du die Silhouette eines großen, muskulösen Kusatz, einem Artverwandten des prähistorischen Säbelzahntigers. Mit kräftigen Klauen und langen, scharfen Reißzähnen. Tja, Kumpel, viel Glück. Ausgänge führen in alle Himmelsrichtungen, außer Norden. Stellt sich nur noch die Frage, wie du dorthin kommen willst. Eieieiei, bloß weg hier. Ah, der Säbelzahntiger, der zerfleischt mich doch in der Luft. Ah, der stinkende. Nun ja,
Freunde, ich habe ja ein stinkendes Parfüm dabei. Also entweder schmeiße ich das stinkende Parfüm, diesen ollen Tiger, jetzt an den Kopf dran. Oder, ja, das mache ich. Ich wende dieses stinkende Zeug an mir selber an. Weil dann stinke ich nämlich noch bestialischer als das ein Drecksvieh. Okay, ich habe zwar leider kein Recht, deine Anweisung zu verweigern. Aber, um mal ganz ehrlich zu sein, ich an deiner Stelle hätte das wirklich nicht getan. Denn dieses Parfüm stinkt wirklich zum Gotterbarmen. Vergiss bloß nicht, ein ausgiebiges Bad, nein, besser zwei zu nehmen. Solltest du jemals wieder lebendig das Dorf betreten. Die Mädels würden sonst glatt die Flucht ergreifen, wenn sie diese honkschwartenfranzende Paris-Duft röchen. Schnüffel, nimm drei Bäder. Ja, jetzt wollen wir mal sehen, wie der Säbelzahntiger darauf reagiert. Okay, Attacke! In der Höhle des Kusatz. Oh, und? Als er deine Absicht bemerkt, seine Höhle zu durchqueren, fletscht der Kusatz zornig seine Zähne. Doch dann? Aber einen Moment mal, was ist denn das? Es sieht so aus, als würde die Bestie dein Parfüm mögen. Da es dasselbe ist, das ihr Herrchen vor langer, langer Zeit einmal benutzt hat. Du traust deinen Augen nicht, als das sonst so gefährliche Untier sanft zu schnurren beginnt und sich zärtlich an deinen Körper schmiegt. Dann spürst du etwas Merkwürdiges, Warmes, deine Waden herunterrinnen. Angeekelt schaust du an deinem Hosenbein herab, wo der Kusatz seine Duftnote hinterlassen hat, um dir seine starke Zuneigung zu zeigen. Bah, jetzt hat mich das Viech auch noch angepisst. Eieieiei. Dann zuckst du jedoch gleichgültig die Achseln. Immerhin ist es gesünder, mit Tierexkrementen besudelt zu sein, als zu Tierexkrementen verarbeitet zu werden, oder? Gestärkt durch den tief philosophischen Sinn dieser Erkenntnis, setzt du also frohen Mutes deinen Weg durch die Höhlen fort. Ja, das ist ja fein. Oh Gott, wo sind wir denn hier? Ah, immer noch völlig erstaunt über die riesige Kapazität dieses Spieles und völlig fassungslos angesichts der grenzenlosen Blasiertheit seiner Autoren, betrittst du den Thronsaal des Buta-Königs. Unheimlich hallen deine Schritte von den marmornen Fußboden wider, als du dich dem massigen, steinernen Thron auf dem Podest vor der Westwand näherst. Das flackernde Licht, das von den an den Säulen angebrachten Fackeln herrührt, lässt deinen Schatten unheimlich auf den Wänden hin und her tanzen. Und von irgendwoher dringt ein leises Fauchen an dein Ohr. Durch ein Loch in der Ostwand gelangst du wieder zurück in das Höhlensystem der Buta-Zwerge. Oha. Ja, dann schauen wir mal. Ein Purpurmantel? Aha. Dies ist der Königsmantel des Herrschers über die Buta-Zwerge. Ein ziemlich schweres, reich verziertes Ding. Ja, dann nehme ich das mal mit, wa? Okay, genommen. Tja, Freunde, dank des Kusat-Tigers riechen wir ja jetzt schon wie so ein Buta-Zwerg-König. Ich glaube, dann kann ich mich jetzt auch so kleiden wie ein Buta-Zwerg-König. Genau, wende den Purpurmantel auf Dave an. Du hast dich schon immer gerne mit fremden Federn geschmückt, nicht wahr? Stolz hängst du dir den Purpurmantel des Buta-Königs um die Schultern. Ha, ja, jetzt bin ich der Chef der Unterwelt. Jetzt kann mir keiner mehr was. Haha, vielleicht auch nicht, wer weiß. Los weg. Okay, dann ging es noch in den Süden weiter.
Was ist das denn? Du betrittst einen stillen, kühlen Platz inmitten des Butag-Höhlensystems. Eine frische Quelle mit bläulichem Wasser sprudelt munter aus der Nordwand heraus, um die durstigen Kehlen fleißiger Abenteurer zu erfrischen. Was dich allerdings ein wenig stutzig macht, ist das kleine Schild neben der Quelle, das so eine Art rot durchgestrichenen Hundekopf darstellt, ähnlich den Stoppschildern in deiner Heimatwelt. Da du aber die Bedingungen, die dich zum Trinken aus der Quelle berechtigen würden, sowieso nicht erfüllst, kann dir die Bedeutung des Schildes auch ziemlich egal sein. Du kannst deinen Weg nach Norden oder nach Westen fortsetzen. Tja, ja, dann schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an hier. Eine Quelle. Aus der Quelle sprudelt munter eine merkwürdige, bläulich leuchtende Flüssigkeit heraus. Warnschild. Das Warnschild stellt einen rot durchgestrichenen Hundekopf dar. Fast so wie ein Verbotsschild. Irgendwie scheint das Wasser wohl nicht so ganz den bayerischen Reinheitsgesetzen für Vierbeiner dringend zu entsprechen. Naja. Also damit stimmt irgendwas nicht. Wasser. Das Wasser schimmert geheimnisvoll. Naja, Freunde, da lasse ich mal lieber die Finger davon. Das ist doch garantiert wieder irgendeine Falle. Nee. Das lasse ich mal so. So wie es ist. Vorsichtig tastest du dir deinen Weg durch den Tunnel, als dir plötzlich in den Sinn kommt, dass du dich jetzt ja eigentlich direkt unter dem Schloss befinden müsstest. Vielleicht sogar direkt unter Zargons Gemächern. Wow. Vielmehr beschäftigt dich jedoch die Frage, wie viele dieser langweiligen Räume dieses Adventure wohl noch enthalten mag und ob die Autoren wirklich genug Fantasiebesessen haben, sich zu jeder einzelnen Örtlichkeit eine halbwegs gehaltvolle Beschreibung aus den Fingern zu saugen. Sorgfältig liest du dir also diese Raumbeschreibung durch, um deine Frage mit einem entschiedenen Nein zu beantworten. Das Geistvollste war noch der Satz: Abzweigungen führen in alle Himmelsrichtungen außer nach Westen. Okay. Tja. Also, wenn ich mich jetzt recht entsinne, dann geht's. Muss mal kurz meine Karte hier zur Hand nehmen, die ich mir gemalt habe. Also nach Norden geht's ja wieder zurück zu dem Kusatz. Habe ich recht? Ja. Okay. Dann wieder zurück. Also die Ausgänge nach Norden, nach Osten, zurück und nach Süden. Okay, dann gehen wir mal in den Süden. Oder war hier noch irgendwas? Nicht, dass wir was übersehen. Nein, hier war nichts mehr. Okay, dann ab in den Süden. Oha, du stehst am Ufer eines kleinen unterirdischen Sees. Überall um dich herum hängen bzw. stehen riesige Stalagmiten und Stalaktiten, die geheimnisvoll in allen vorstellbaren Farben leuchten. Im Osten befindet sich der See, in dessen Mitte du ein winziges Eiland mit einer kleinen Holzhütte darauf erkennen kannst. Während weiter im Westen die Hütte des alten Fährmanns liegt. Natürlich kannst du aber auch genauso gut wieder das Höhlensystem betreten, das sich hinter einem dunklen Loch in der hohen Felswand im Norden weiter in den Berg hinein erstreckt. Ja, dann gehen wir mal erstmal hier zum Fährmann, ne? Mal gucken, was das für einer ist. Aha, ein Weihnachtsmann also. In einem blauen Anzug. Ja. Du betrittst die ziemlich primitiv eingerichtete Hütte des alten Fährmanns.
An der Wand hängt ein kleiner Schaukasten, der alle denkbaren Kombinationen von Seemannsknoten darstellt. Während ein kleines Schild an der Nordwand besagt, dass dich jede Überfahrt zu der kleinen Insel auf dem unterirdischen See $5 kostet. Sogar hier hat wohl schon die Währungsreform stattgefunden, sodass nun anscheinend nur noch mit harter kapitalistischer Währung bezahlt wird. Lässig an einen roh gezimmerten Tresen gelehnt und zufrieden auf dem Mundstück seiner Pfeife herumkauend, kannst du den Fährkapitän stehen sehen. Einen alten, weißbärtigen Seebär mit einer blauen Kapitänsmütze auf dem Kopf. Du kannst das Fährhaus durch die Tür in der östlichen Wand verlassen. Als er den Mantel des Buta-Königs um deine Schultern bemerkt, fällt der alte Fährmann auf die Knie und fragt mit unterwürfiger Stimme: Eure Majestät wünschen das Boot zu benutzen? Gütig nickst du, nimmst den Fuß, den du instinktiv in den Nacken des Mannes gesetzt hattest, herunter und bedeutest ihm mit einer gnädigen Geste, sich wieder zu erheben. Tja, ich bin halt ein netter Mensch. Dann nehmt den Bootsschlüssel von eurem ergebenen Diener entgegen und vergebt ihm den miserablen Zustand seiner Fähre. Es muss eine Zumutung für euch sein, euren königlichen Fuß in sie hineinzusetzen, aber die Geschäfte gehen schlecht. Verzeiht mir. Nachdem er dir die Füße sauber geleckt hat, wendet sich der Fährkapitän unter unzähligen Bücklingen wieder seiner Arbeit zu. Siehst du, Kleider machen Leute. Ja, prima, dann nehme ich mal den Bootsschlüssel. Eieieiei. Was gibt's denn da noch? Alles klar, nichts mehr. Okay, dann, guck ich mir das Boot doch mal an da. Den Kahn. Aha. Dies ist die kleine Fähre, die der Bootskapitän benutzt, um seine Fährgäste zur Insel auf dem unterirdischen See überzusetzen. Okay. Dann. Ja, wie ging das denn nochmal? Genau. Betritt den Kahn. Gut, wie du willst. Alles klar. Und dann übersetzen zur Insel. Mr. Adams hätte in einem solchen Fall wahrscheinlich mit You can't do that yet geantwortet. Was in etwa so viel heißt wie: Das kannst du noch nicht tun. Ah ja, das ist ein Hinweis. Ich glaube, ich muss hier den Schlüssel benutzen. Gegenstand? Nein. Manipuliere. Genau, entriegle. Kahn mit Bootsschlüssel. Okay, aufgeschlossen. Ja, jetzt kann ich, glaube ich, übersetzen, oder? Du stößt das kleine Boot vom Ufer ab und ruderst zu der kleinen Insel im Osten hinüber. Ja, Attacke! Du stehst auf einer kleinen Insel inmitten eines unterirdischen Sees. Am westlichen Ufer befindet sich ein kleiner brüchiger Landsteg, an dem früher das Boot des Torwächters bzw. die ihrer regelmäßig verkehrende Fähre festgetaut wurde. Hinter dir, also im südlichen Teil der Insel, steht die kleine Holzhütte des Torwächters. Okay, dann verriegel ich das, den Kahn wieder mit dem Bootsschlüssel. Gut, abgeschlossen. Und dann. Nein. Wo war das? Verlasse. Kahn.
Okay, du stehst wieder auf eigenen Beinen. Ist klar. Na, wo gingen denn die Ausgänge hin? Nach Süden und nach Westen. Ah ja, gut. Dann nach Süden. Du stehst im Haus des Torwächters. Ebenso wie alle anderen Bediensteten am Hofe des Königs scheint auch er ein guter Zwerg gewesen zu sein, was sich einfach aus der Größe seiner kleinen Holzhütte erkennen lässt. Als du sie betrittst, musst du dich schon tief bücken, um nicht mit dem Kopf gegen den Türrahmen zu stoßen. Die Winzigkeit der Möbelstücke bestätigt deine Vermutung. Selbst das verhältnismäßig großzügig bemessene Bett wäre für dich zu klein, um auch nur halbwegs bequem darauf sitzen zu können. Ansonsten ist der gesamte Wohnraum jedoch recht sparsam möbliert. Wenn auch nicht annähernd so primitiv, wie die anderen Räume in diesem Höhlensystem erwarten ließen. Durch die kleine Tür in der Nordwand gelangst du wieder zurück ans Ufer der kleinen Insel. Okay, dann baue ich mich hier mal um. Ein Eisenschlüssel. Aha. Oh Mann, lass das jetzt bitte nicht zum Dauerzustand werden. Du hast doch wohl hoffentlich nicht vor, mir den letzten Nerv zu töten, indem du mich nach allem möglichen Stuss fragst, den diese hirnverbrannten Programmierer hier eingebaut haben, oder? Das ist ein ganz stinknormaler, eiserner Schlüssel, wie sein Name dir eigentlich schon verraten haben sollte. Bisher hoffte ich allerdings davon ausgehen zu können, dass du lesen könntest und nicht einfach nur wahllos in der Gegend herumklickst. Ja, ist ja gut. Dann nehme ich mal den Eisenschlüssel. Ja, mehr gab's hier ja nicht. Na gut, dann habe ich jetzt einen Eisenschlüssel. Okay, dann Umgebung. Betrete ich wieder meinen kleinen Kahn. Und entriegle ihn wieder. Entriegle Kahn mit Bootsschlüssel. Und wieder zurück. Oh ja, du stößt das Boot vom Steg ab und setzt wieder zum westlichen Ufer des unterirdischen Sees über. Oh, okay. Jetzt verriegle ich das, den Kahn wieder. Verriegle Kahn mit Bootsschlüssel. Ah, das muss alles seine Ordnung haben. Ja, gut abgeschlossen. So, Dalle. Und jetzt, nein, wo war das denn? Nein. Umgebung. Verlasse den Kahn. Okay. Ja, gut. Dann, mal los. Wieder raus hier. Mehr gab's hier ja nicht. Außer den Eisenschlüssel. Okay, hier ist diese komische Quelle. Nee, da gehen wir nicht dran. Huba! Und wieder rauf. So. Jetzt ging es, glaube ich, in der Galerie noch weiter. Sonst haben wir ja hier alles abgegrast. Ja, da hinten, die Ratten sind kaputt. Da ging es ja zu Zargons Mysterium und der hat uns direkt platt gemacht mit seinem alten Feuerball. Der Blödmann, aber hier ging es nach Westen. Ja, Freunde. Und wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Würde mich sehr freuen. Bis dann. Ciao.